Und damit ein herzliches Willkommen zu Transport Fever. Hier mit mir, den Cedric Aesius. Massenproduktion erreiche bei einer Industrie mindestens 400 Einheiten Produktion. Cool. So kannst du doch gleich losgehen. Finde ich schon mal super. Wir haben ja langsam in den letzten Folgen angefangen, Güter auszubauen. Und da hatten wir eine kleine Strecke. Die muss ich erstmal suchen. Die müsste ja irgendwo im Wald sein. Irgendwo, wo es Wald gibt. Wo ist Wald? Wald hier. So, und ich habe hier, guck mal, Maus reinzoomen, rauszoomen. Ey, jetzt funktioniert er wieder. Ich habe eine neue Maus, meine lieben Freunde. Und damit macht das doch das Spiel viel besser. Der nimmt fast voll mit. Also, der nimmt voll mit. Macht auch gut Plus, wie ich sehe. Macht gut Plus, finde ich super. So soll es auch sein. Ich habe hier in den letzten Folgen ein paar Straßen hier rumgebaut und habe hier so eine Birkenallee gebaut. Ich weiß nicht, ob das in der Folge auch mit drin ist. Ihr seht ja hier außen. Alles klar. Die Maus ist etwas empfindlich, was das Mausrad anbelangt. Weil das, was ich gerade mache. Und jetzt kann ich die Maus wieder bewegen. Alles klar. Das hat es gerade automatisch gemacht. Muss ich mal aufpassen. Hier war eine Birkenallee. Die habe ich mit sehr viel Stolz gebaut. Und dann habe ich irgendwo hier, ich weiß nicht wo das war, irgendwas verändert gehabt. Und dadurch ist hier die komplette Birkenreihe weggekommen. Habe ich mich etwas geärgert, muss ich ehrlich zugeben. Etwas geärgert habe ich mich da. Oh, der ist noch hier unten. Und er geht zur Lebensmittelfabrik. Details. Zeit ist nichts im Lager. Brot nach Hilst. Gucken wir doch mal nach Hilst. Wird mir gerade nicht angezeigt. Ja, hier wird es mir angezeigt. Zack. Gut, 63%. Ja, man muss sagen, das ist jetzt auch der direkte Weg. Wenn wir jetzt mehr wollen, um bis nach Alfhausen zu kommen, zum Beispiel. Aber Alfhausen soll unsere Hauptstadt werden, ne? Und da liegt es ja schon gut auf der Hand, dass wir diese zwei Fabriken hier noch beliefern, zusätzlich. Dass dann eine, diese hier, Lastrup versorgt und diese Alfhausen. Ne? Das ist der Plan. So, da hinten ist ja jetzt der eine Bauernhof. Ich möchte aber gerne mal alle Bauernhöfe in der Umgebung wissen, wo die hier sind. Hier ist auf jeden Fall ein Bauernhof, der ist aber ganz schön weit weg. Hier ist ein Bauernhof. Den haben wir, den Bauernhof. Wenn wir diesen Bauernhof jetzt dazu verwenden, diesen Bauernhof dazu verwenden, hier eine Güterlinie vorzubauen. Da können wir hier anknüpfen an dieser und die dann durch den Wald hier rüber mit einer fetten Brücke hier rüber bauen. Krass, oder? Oder wir nehmen einfach hier diese Strecke. Bauen hier noch etwas aus.
aufrüsten. 2, 3. 3 passt nicht. Wenden wir das mal an. Ist natürlich genau an der falschen Stelle. Der dreht jetzt um, ne? Na, hier gibt es jetzt auch gerade nicht so viel zu holen. Ich möchte nichts abreißen, möchte was hinzufügen. Und zwar hier. Diese Strecke. Zack. Da vorne müsste das ja dann weiter geradeaus gehen. Das ist der Plan. Dass wir erstmal die Produktionsfläche dazu nutzen, so den jetzt hier reinfahren lassen. Wenn der jetzt da ist, dann reißen wir mal die Strecke dort ab. Die geht dann weiter geradeaus. Das Stückel geht's mir da, Grunde genommen. Noch geht's nicht, noch ist der Zug drauf. Jetzt können wir es machen. Zack. Genau. Ist gut. Gut, gut. Gut, gut, Knut. So, hier ist Subrock. Subrock. Wie gehen wir da jetzt? So, hier haben wir jetzt angeschlossen. Wir gehen jetzt hier so rüber. Hier so vorbei. Hier vorbei und dann hier rein. Da rein. Da ist es ja eigentlich am besten, wenn wir da auch einen Kopfbahnhof machen. Ne? Kopfbahnhof. Aber hier also Güter. Kopfbahnhof. Ich habe ein Flugzeug. Oh, Flugzeuge sind freigeschalten. Alles klar. Klasse A3 Flying Scotsman. Eine neue Lok freigeschalten. Na, die werde ich gleich mal ausprobieren wahrscheinlich, weil die ist ja höchstwahrscheinlich auch leistungsstärker. Mal gleich mal hier auf 3. Aber ich mach's so hin. Wir haben jetzt solche Landstraßen. Okay, die Landstraßen haben sich geupdatet. Das ist gut zu wissen. Und wir haben jetzt auch Hochgeschwindigkeitsgleise. Wir sind im Jahr 1925. Kommt da viel auf uns zu. Ich nehme auch gleich mal die Hochgeschwindigkeitsgleise. Jetzt muss ich mal so rumbauen. Weiß ja gerade nicht, wo ich hinbaue. Ist irgendwie vorbei. Links oder rechts ist ja eigentlich egal erstmal. Ich bevorzuge dazu erstmal die linke Seite. Ja, ich glaube, hier passt auch mal ein Tunnel hin. Kann man auch mal eine Brücke pflanzen. Ja, das passt schon. Weiter Richtung Ziel. Wenn ich rum die immer so die Wellen machen müssen. Aber auf jeden Fall gehe ich hier etwas nach oben, weil ja, noch ein Stück nach oben.
weil hier eine andere Bahngleise ist und die möchte ich nicht kreuzen. Oh, und dann schließen wir den jetzt mal an und gucken, was das wird. Zack. Passt doch. Passt doch. Können wir ja noch ein bisschen Terraform-Tool nehmen. Pixelstärke hoch. Und bitte glätten. Bitte, bitte glätten. Und da sieht es doch dann viel besser aus. Na, fangen wir hier an. So, hier oben. Genau. Zack, zack. So muss das. So muss das. Schön geklettet. Gehen wir da hier rein. Kann man hier auch nochmal genauso machen. Schön geklettet. So muss das sein. Na, 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 na. Und alles weitere besprechen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das war's erstmal mit dieser Folge, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.